Ich bin Johannes, das ist Christopher. Wir sind beide aus Osnabrück hierher gekommen, um euch ein bisschen was über unser Projekt zu erzählen, was wir beide da an der Uni machen. Heißt Traumschreiber und ein bisschen über die Hintergründe würde ich jetzt erstmal Christopher erklären. Ja, hallo, willkommen auch von mir. Unsere Idee war, ein Gerät zu bauen, was Schlaf messen kann und Schlaf auch beeinflussen kann. Und dazu fange ich erstmal an, ein bisschen über die Hintergründe zu erzählen, wie man eigentlich Schlaf misst. Vielleicht kennen das manche von euch schon. Kurze Frage, wer hat hier schon mal ein Schlaflabor von innen gesehen? Ja, immerhin ein paar. Okay, also wenn man Schlaf messen möchte, das nennt sie dann Polysomnographie, also Poly, viel, Somno von Schlaf und das dann grafisch aufzeichnen, misst man eigentlich im Standardfall im Schlaflabor EEG, das heißt die Gehirnaktivität, dann EOG, also Elektrookulographie, das sind so die Augenbewegungen, die zum Beispiel im REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf besonders charakteristisch sind. Muskeltonus, EMG und eine ganze Reihe von noch anderen Faktoren, anderen Dingen, die man im Schlaflabor dann aufzeichnen kann, also EKG oder sowas wie ein Oximeter, was dann den Sauerstoffgehalt des Blutes misst. Und der Standardverlauf einer solchen Untersuchung ist dann, dass die Versuchsperson eben ins Schlaflabor geht, dort einen Haufen Fragebögen ausfüllt, angekabelt wird, also eben mit diesen Geräten angeschlossen wird, schlafen geht oder versucht zu schlafen, was manchmal gar nicht so einfach ist mit all den Kabeln und der ganzen Aufzeichnung und den Versuchsleitern im Nachbarraum, die dann beim Einschlafen versuchen zuzugucken. Genau, man misst dann halt Daten, filmt die Versuchsperson. Der Forscher bleibt im Normalfall im nächsten im Nachbarraum, um eben eingreifen zu können, falls das Signal schlecht wird oder falls das Experiment das erfordert. Und dann gibt es wieder Fragebögen und eben dann die Analyse der Daten ist dann nachgelagert im Normalfall, das heißt am nächsten Tag oder Wochen später oder ja, bei manchen Forschungsprojekten auch Jahre später hat man einen Berg an Daten, die man dann auswerten kann. Genau, das ist also der Standardweg, wie man Schlafforschung macht oder auch eben klinische Untersuchungen in Krankenhäusern, in Schlaflaboren. Unser Vortrag hat ja als Titel und als Ziel einmal Schlaf messen und dann auch Schlaf manipulieren. Und vor allem mit dem Fokus auf die Hirnaktivität im Schlaf zu manipulieren. Ich sage im Anschluss an dieses Slide noch, wofür das eigentlich gut sein kann, was man damit bezwecken möchte. Zunächst einmal, wie kann man überhaupt Hirnaktivität manipulieren? Da gibt es verschiedene Methoden. Und zwar zum einen direkte Methoden. Das heißt, man kann sich zum Beispiel platt gesagt vorstellen, dass man einer Versuchsperson Elektroden an den Kopf ranklebt, also direkt auf die, also ins Haar rein oder auf die Kopfhaut und da dann leichte Ströme durch, ja, also durchleitet, mit dem Ziel dann eben die Aktivität der Nervenzellen, die unter der Kopfhaut liegen, also im Gehirn, auf bestimmte Art und Weise zu stimulieren oder eben ja, die platt zu schießen, dass die halt nicht mehr richtig feuern. Das nennt sich dann TAX oder TDCS, also Transcranial Alternating Current Stimulation oder Transcranial Direct Current Stimulation. Und genau, das ist eben das Prinzip, was ich eben vorgestellt habe. Es gibt noch eine andere Methode, wo man starke Magnetfelder erzeugt und damit dann eben die elektrochemischen Vorgänge im Gehirn manipulieren möchte, was sehr ungenau ist. Und also genau wie TAX oder TDCS auch, ja, vor allem ja, großflächig das Gehirn beeinflusst, zum Beispiel die motorischen Gegenden, die für Bewegung zuständig sind, lähmt zum Beispiel. Okay, also hat beides das Ziel, direkt die Nervenzellen zu beeinflussen und deren elektrochemische Vorgänge zu behindern. Ist natürlich gefährlich, ist leider auch sehr inakkurat. Also man kann jetzt nicht sagen, ich induziere da jetzt einen bestimmten Gedanken oder ich induziere da jetzt irgendwie eine ganz bestimmte Sache, die ich da jetzt mitmachen möchte und eben auch für den Heimgebrauch nicht geeignet. Oder zumindest noch nicht, vielleicht in 20 Jahren oder so mal.
Und alternativ gibt es dann eben Methoden, Hirnaktivität auch im Schlaf zu beeinflussen, indirekt, indem man, das bekannteste Beispiel ist, Stimuli abspielt, zum Beispiel auditorische, also sagen wir mal laute Knalle oder irgendwelche Töne oder sowas, die dann eben den Schlaf beeinflussen. Das bekannteste Beispiel ist eben ein sehr lauter Ton, der die Versuchsperson aufweckt. Dann hat man halt ja eben den Schlaf manipuliert. Ist halt ja ein bisschen, also bringt jetzt nicht viel, aber man nutzt eben dann die verschiedenen Standardeingänge, um es mal so zu formulieren, ins Gehirn, also über die normalen Sinne, um dann die Hirnaktivität zu beeinflussen. Also hier in der Grafik zum Beispiel sieht man den visuellen Pfad. Also wir haben, wenn man hier das Gehirn betrachtet, im hinteren Teil des Kopfes eben die visuellen Gegenden, die eben für Augeneindrücke zuständig sind und dann eben ihre Signale weiterleiten in andere Gegenden des Gehirns. Und das kann man eben stimulieren, indem man zum Beispiel Töne oder Lichter oder sowas abspielt während des Schlafs und dadurch dann eben die Hirnaktivität versucht zu beeinflussen. So, und dann jetzt die Frage, warum will man das überhaupt machen? Also was hat man davon? Da gibt es ganz verschiedene Anwendungsgebiete, auch recht neu noch in der Forschung jetzt. Zum Beispiel hier gab es ein Paper von einer Tübinger Forschungsgruppe, die vor 3 Jahren, ist das glaube ich mittlerweile her, eben bestimmte Knacklaute genutzt haben, um damit die Gedächtnisfestigung im Schlaf zu verbessern. Also in dem konkreten Beispiel hier war das dann so, dass die deutsche und holländische Vokabeln den Versuchspersonen zum Lernen gegeben haben und dann eben am nächsten Morgen abgefragt haben, einmal mit und einmal ohne Knacklaute in einer bestimmten Schlafphase, wie gut dann die Erinnerungsrate sozusagen war. Und das Erstaunliche war, dass dann eben in der Stimulationsgruppe in dieser Studie 70% mehr Vokabeln erinnert werden konnten, was halt extrem viel ist. Also wenn man jetzt Vokabeln lernt und quasi doppelt so schnell ist, das ist schon sehr erstaunlich. Und genau, das wäre halt eine mögliche Richtung, Anwendungsrichtung, die man mit so einer Schlafmanipulation oder so einer Beeinflussung verfolgen könnte, wenn man es möchte. Es gibt auch natürlich eine ganze Reihe ethischer Fragen, die damit verbunden sind. Andere Sachen wäre zum Beispiel Klartraum, luzides Träumen. Ich weiß nicht, wer das davon schon mal gehört hat. Das sind eben Träume, ja, gehen sogar einige Hände hoch, eben Träume, in denen man merkt, dass es ein Traum ist und dann eben versuchen kann, den Traum zu beeinflussen. Also den zu nutzen, um Spaß zu haben, also durch die Gegend zu fliegen oder sowas. Oder um Dinge zu üben oder um Ängste abzubauen, Albträume zu bekämpfen und so weiter. Und da gibt es eben auch verschiedene Studien, die mittels solcher Stimulation während des Schlafs dann versucht haben, Klarträume hervorzurufen. Und eben dann als Ergänzung dazu oder Erweiterung dann eben sogar versucht haben, mit solchen Klarträumern, während sie schlafen, Nachrichten auszutauschen, also von der Wachwelt in den Traum Nachrichten reinzuschicken und die dann wieder zurückzuschicken. Also das ist im Prinzip meine Doktorarbeit. Und das funktioniert sogar und ist eben eine weitere beispielhafte Anwendung. Und dann gibt es noch einen ganzen Haufen andere mögliche Anwendungen, also man könnte versuchen, den Jetlag zu bekämpfen, indem man zu bestimmten Zeitpunkten blaues Licht anmacht in der Nacht und dadurch den chronobiologischen Rhythmus verschiebt. Oder man könnte einfacheres Aufwachen ermöglichen. Oder auch die ganzen klinischen Aspekte, Albtraumbekämpfung und so weiter, könnte man damit mit solchen Geräten untersuchen. Okay, deshalb, weil es da eine ganze Reihe von möglichen Forschungsfragen gibt und da jetzt anscheinend einiges möglich ist, wenn man das gut untersuchen kann, haben wir uns eben gedacht, wir brauchen neue Geräte, die das eben auch gut untersuchbar machen und neue Experimente ermöglichen in dieser Richtung. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein Gerät, was irgendwie günstig ist, was automatisierte Experimente ermöglicht, also wo nicht immer der Schlafforscher direkt im Nachbarraum sitzen muss, sondern vielleicht auch bei den Leuten zu Hause das ermöglicht. Massenexperimente, was auch für Nicht-Experten nutzbar ist und eben dann auch
gemäß unseren Forschungsfragen anpassbar ist. Und das war eben dann die Grundidee, warum wir dann gesagt haben, okay, wir bauen uns jetzt so ein Gerät, was eben Schlaf messen kann und gleichzeitig auch beeinflussen kann, warum wir das eben selbst auch bauen möchten. Jo, und wie das so oft ist, hat es so angefangen mit der Idee, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, muss ja irgendwie gehen, gibt ja auch andere Geräte da draußen, die irgendwie EEG messen und so, was ist denn da überhaupt drin? Das muss ja im Wesentlichen irgendwie Spannungen messen können. Im Prinzip die EEG-Signale, elektromagnetische Signale, die müsste man auf der Schädeloberfläche dann als Spannungen. Jetzt sind die Spannungen relativ klein, es ist so im Mikrovolt-Bereich und dafür braucht man ziemlich gute Verstärker. Und das hat erstmal eine ganze Weile gedauert, bis wir uns ein bisschen reingelesen haben. Das war für mich auch ein bisschen neu. Ich habe hobbymäßig Elektronik gemacht, mit Arduino rumgespielt und so. Aber ich habe nie irgendwie das so richtig seriös studiert. Deshalb es war ein ganzer Haufen Einarbeitungszeit und viel gelesen, auch ein bisschen geguckt, wie das so kommerzielle Geräte machen, für die es vielleicht schon Datenblätter gibt. Und nach einer relativ langen Arbeitszeit hat man dann irgendwann ein Schematic gebaut, was dann zum Beispiel so aussieht bei uns. Wo dann allerlei verschiedene Komponenten drin sind. Ich sage gleich noch ein bisschen was so zu den technischen Details, was da eigentlich so drauf ist. Aber das ist der erste Schritt, eben dieses Produkt zu entwerfen, jetzt erstmal zu gucken, was muss da überhaupt rein, was ist überhaupt, wie funktioniert das denn, wie spielt das zusammen und die Elektronik da drin, sich erstmal damit vertraut zu machen. Und wenn man das gemacht hat, und da ist schon ziemlich viel Zeit reingegangen, dann steht man vor dem Problem, jetzt möchte man das irgendwie gebaut bekommen. Und das muss dafür auf eine Platine. Und das stellt sich raus, ist auch ein ganzer Haufen Arbeit, was ich am Anfang, ich habe gewusst, dass es ein Haufen Arbeit ist, ich habe es nicht ganz glauben wollen und wenn man das dann probiert zu machen, sieht es als erstes mal, wenn man das Problem gelöst hat, wie man Komponenten auf einer Platine platzieren würde, so sieht das dann zum Beispiel in Eagle aus, das ist so eins der Standardprogramme, was Leute dafür benutzen würden, hat man immer noch die Schwierigkeit, die muss man jetzt alle miteinander verbinden und in einem sehr langwierigen Verfahren, was bei uns weitestgehend von Hand ging, weil die automatischen Fähigkeiten, solche Teile zu verkabeln, gar nicht so weit ausgefeilt sind, wie man das vielleicht denkt, beziehungsweise die Möglichkeiten, die es gibt, sind irre teuer oder für uns zumindest zu teuer. Das heißt, im Prinzip von Hand werden hier ganz viele Leitungen gezogen und da hat man irgendwann dieses Teil fertig verbunden und dann waren wir sehr, sehr glücklich und haben, ja, also hier sieht man mal verschiedene Layers, eine Platine, die aus nur 4 Layern besteht, auf denen Leiterbahnen sind und wenn man die übereinander legt, sieht man, das ist relativ chaotisch, was dabei rauskommt, aber wir waren zuversichtlich, dass das funktioniert und dann haben wir uns damit an eine Firma gewendet in China, die uns das produziert hat und eine gewisse Weise später, eine gewisse Zeit, einen Monat später war das da und wir waren sehr glücklich und jetzt haben wir so ein Board und ich würde ganz gerne ein bisschen was dazu sagen, was da eigentlich so drauf ist, was das Teil eigentlich tut. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber hier sind ja auch irgendwie sehr technikaffine Leute da, deshalb habe ich gedacht, kann ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Da sind 8 Kanäle drauf, die sehr, sehr kleine Spannungen messen. Die messen das mit einer Auflösung von nur 12 Bit. Das ist für manche Leute vielleicht, klingt das, als wäre das ein bisschen wenig, aber stellt sich heraus, man kann damit sehr, sehr viel messen, wenn man die Signale vernünftig aufbereitet. Und da gehört dazu, dass dieses Signal um einen Faktor von ungefähr 3000 verstärkt werden muss, von dem Signal, was man auf der Kopfhaut hat, bis zu dem, was man dann tatsächlich in ein digitales Signal umwandelt. Und das ist nicht easy, da das kommt mit ziemlich vielen, geht mit ziemlich vielen technischen Tücken einher, wie man das Board Design machen muss, wie man aufpassen muss, dass man möglichst Noise-Quellen vermeiden kann und so. Weil, also man kann Neues einfangen aus der Umgebung, man kann sein eigenes Neues erzeugen durch digitale Komponenten und da habe ich festgestellt, das ist quasi ein Fass ohne Boden. Wir haben versucht, das so seriös zu machen, wie wir das können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einige Sachen in diesem Board dran sind, die noch optimierungsfähig sind, wo man noch gut Arbeit reinstecken könnte. Aber prinzipiell sind wir mit den Ergebnissen recht zufrieden. Wir haben 2 Filter, die wir hier analog implementiert haben, da haben wir uns dazu entschieden, dass zum Teil hat das damit zu tun, dass ich das irgendwie einfach schöner finde. Das ist, war vielleicht andere, also es gibt auch die Möglichkeit, alles Daten aufbereiten, digital zu machen und einfach die Daten mit einer sehr hohen Genauigkeit aufzunehmen. Und dann passiert das Filtering in Software. Wir haben uns da dagegen entschieden, was mit einem gewissen Mehraufwand einhergeht, aber andere
positive Nebeneffekte hat. Wir können relativ energiesparend arbeiten und das ist für uns sehr wichtig. Wir benutzen Bluetooth für die Kommunikation, genauer genommen Bluetooth Low Energy. Das habe ich auch etwas erst unterschätzt, wie viel Arbeit es ist, sich da ein bisschen einzuarbeiten. Das Protokoll ist nicht so easy und gerade wenn man jetzt nicht so der Hardware-Entwickler ist, wir sind eigentlich beide aus dem Kontext Neuroinformatik, das ist nicht wirklich Informatik, das ist eigentlich eher Neurowissenschaften. Und es ist nicht easy gewesen. Wir haben auch prompt bei dem Board, was wir jetzt, gerade die letzte Version, die wir haben, auch ein Problem, dass wir mit Schwierigkeiten haben, den Bluetooth-Chip zu programmieren. Deshalb haben wir jetzt keine coole Demo dabei, was wir eigentlich gerne gemacht hätten. Aber wir können euch zumindest gleich Daten zeigen. Das Ding läuft mit einem Xmega-Atmel, der ist relativ ähnlich zu programmieren für die Leute, die mit Arduino rumgespielt haben. Da ist ein Atmega drauf. Die Xmega haben noch ein bisschen mehr Funktionalität, die wir auch ganz gut ausnutzen können. Aber wir waren überrascht davon, dass es im Prinzip technisch möglich ist, mit diesen relativ übersichtlichen Komponenten, die drin sind, etwas zu bauen, was im Prinzip die Funktionalität von einem EEG-Gerät nachempfindet, bloß mit 8 Kanälen anstatt mit 64 oder 128. Und das Ganze kostet uns relativ wenig, also unter 100 Euro, das fertige Teil, was, wenn man bedenkt, dass die meisten EEG-Geräte, die so genommen werden, in der 1000-Euro-Kategorie sind und für diese Polysomnographie-Geräte, da weiß ich nicht so viel darüber, aber bis zu 12.000 Euro oder noch mehr kosten können. Wir haben in dem Prozess festgestellt, dass da sehr, sehr viel Geld vermutlich einfach in Markennamen reingeht, aber auch in Entwicklungskosten, die für uns nicht so anfallen, weil wir parallel von der Uni bezahlt werden als Doktoranden und das quasi nebenher machen können. Aber wenn wir das Vollzeit machen würden, kostet eine ganze Zeit. Aber für uns ist das super, weil dadurch, dass es am Ende relativ günstig zur Verfügung stehen könnte, genau das, was Christopher angesprochen hatte, nämlich Experimente, die im größeren Rahmen stattfinden, wo man vielleicht auch mal so viele Probanden messen kann, dass die Ergebnisse, die man dort auch wirklich statistisch nicht nur signifikant sind, sondern auch tatsächlich starke Effekte irgendwie, dass man die sehen kann, dass man was nachweisen kann, dass man ja, sicher sein kann, sowas. Das ist möglich, wenn das Gerät billig genug ist. Ja, so sieht das dann aus. Ja, vielleicht kurz zur Hardware noch ein Hinweis. Wir haben mal unsere, nicht die ganz aktuelle Version, sondern die Vorgängerversion haben wir hier dabei. Da ist auch schon die Platine, die wir designt haben, mit dran. Also wer möchte, kann sich das gerne dann vielleicht nach dem Vortrag hier gerne angucken, wie das dann aussieht. Man sieht, es ist also im Prinzip eine Schlafmaske, die dann batteriebetrieben ist und eben die Daten dann per Funk dann an einen Rechner oder an ein Handy oder sowas schickt. Genau, und hier sieht man jetzt die ersten Daten, die wir damit aufgenommen haben, also genau mit diesem Gerät. Oder, naja, man kann sie vielleicht erahnen, zumindest von da hinten. Also man kann hier erahnen, dass es verschiedene Schlafstadien, die wir hier gemessen haben, das sind jeweils 30-Sekunden-Blöcke von Einschlaf, Schlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf, also verschiedenen Schlafstadien, wo wir dann hier mal reingezoomt haben, also im Leichtschlaf gibt es bestimmte Grafo-Elemente, die sich Schlafspindeln nennen. Das sieht dann so aus hier, das ist dann ungefähr eine Sekunde lang hier, wo dann eben ganz bestimmte Patterns drin auftauchen. Im Tiefschlaf sieht das dann ein bisschen anders aus, da hat man so ganz große Slow Waves, die auftauchen. Und im REM-Schlaf ist eigentlich das Signal immer sehr, sehr flach, mit bestimmten Augenausschlägen, die dann auch im Signal auftauchen, die man mit den Elektroden misst. Also im Prinzip ist es so ein bisschen wie ja, eine Time Series, die vielleicht wie ein Aktienkurs aussieht oder so und dann eben auch bestimmte maschinelle Verfahren erlaubt, die dann automatisiert darauf angewendet werden können, um zum Beispiel automatisch Tiefschlaf zu erkennen und dann eben nur im Tiefschlaf bestimmte Stimulationen durchzuführen. Okay, dann kurz zu der Software. Also das bis jetzt, was wir da vorgestellt haben, war halt die Hardware-Seite, wie es eben zu solch einer Schlafmaske bis jetzt gekommen ist. Natürlich kommen dann da 1000 Daten raus.
die irgendwie weiterverarbeitet werden möchten. Und da sind wir momentan noch an dem Punkt, dass wir da ja, ein sehr simples Python-Skript haben, was eben die Daten aufzeichnen kann, anzeigen kann und auch speichern kann. Genau. Und wir haben aber eben auch verschiedene Ideen im Kopf, wo wir auch gerne Unterstützung von anderen Mitmachwilligen suchen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wo wir eben zum Beispiel automatisierte Schlafmanipulation oder automatisierte Schlafexperimente, automatisierte Traumbeeinflussung, was auch immer, durchführen möchten. Also eben zum Beispiel eine Python-Application dafür schreiben wollen, die das automatisch machen kann, oder eine Android-App, die dann die Bluetooth-Daten empfängt und weiterverarbeitet, oder eben sogar dann über eine gesicherte Verbindung an einen Uni-Server zum Beispiel schickt, wo dann weitere Experimente dann online durchgeführt werden können. Das ist so ein bisschen unsere Vision, die wir da noch im Hinterkopf haben. Und ja, genau. Ja, und genau wie bei den softwareseitigen Fragen, wo wir nicht so die absoluten Experten sind, ist das auch bei den Lizenzfragen, und wir haben uns da Gedanken drüber gemacht. Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, wie das am besten zu handhaben ist, weil das Ziel von unserem Projekt ist es im Prinzip, ja, Forschung zu ermöglichen. Und wir würden das gerne so offen machen wie möglich, ohne uns selbst dabei ein Bein zu stellen. Und unsere Idee im Moment ist, vielleicht eben auf so eine Lizenz zu gehen, hier Creative Commons Lizenz mit Attribution, nicht kommerzieller Nutzung, Share Alike, und eventuell, dass wir keine Derivate davon erlauben, also die, nicht ohne, dass sie, wie war das, nicht, dass sie, ohne, dass sie dieselbe Lizenz wieder haben. Die Schwierigkeit ist für uns ganz konkret, wir haben uns Patente angeguckt, überlegt, macht sowas überhaupt Sinn, wenn wir Forschung machen wollen und wir solche Teile produzieren? Das kostet Geld, wir können nicht anfangen, in größerer Stückzahl solche Teile zu produzieren, und dann sitzen wir auf denen, weil jemand anders die billiger herstellt. Das fänden wir zwar schön, wir wünschen uns, dass Leute sowas billig herstellen können, aber wir können dann nicht das Risiko eingehen, Teile zu produzieren. Patente lohnen sich für uns überhaupt nicht, das widerspricht dem, was wir eigentlich wollen, und wir könnten sie nicht umsetzen. Die Uni ist mächtig genug, sowas vielleicht umzusetzen, aber es ist ein sehr kompliziertes Verfahren, es ist, da ist Juristerei drin, mit der wir auch nichts zu tun haben wollen. Das Donations-Modell, wie das bei freier Software gibt, finden wir sehr cool, aber das ist für Hardware-Lösungen nicht so einfach zu machen, weil im Gegensatz zur Software jedes einzelne von diesen Boards, was wir rausgeben würden an jemand anderen, uns tatsächlich einfach direkt Geld kostet und wir nicht darauf hoffen können, dass es über Donations wieder reinkommt, weil wir dann zu hohe Auslagen machen müssten, und das können wir von der Uni, ist nicht mal legal. Das Problem ist, dass so Forschung und Entwicklung aufwendig und teuer ist, vor allen Dingen, wenn man Hardware entwickeln möchte, weil da immer kann es passieren, jetzt zum Beispiel, wir haben eine Ladung von Boards bestellt, funktioniert alles super, bloß wir kriegen gerade den Bluetooth-Chip nicht programmiert und haben jetzt Schwierigkeiten herauszufinden, warum. Sowas kann immer passieren, und das kostet effektiv Geld. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie könnte man sowas langfristig irgendwie umsetzen? Und da wir auf unser Hauptinteresse eigentlich ist, damit Forschung zu machen, ist der erste relativ naheliegende Ansatz, was wir auch für die nächste Zeit machen wollen. Wir entwickeln dieses Ding in Kooperation mit Universitäten oder Gruppen, die Schlafforschung machen. Und dann wird das über diese Interaktion finanziert, über Forschungsgrants und sowas. Das ist eine relativ sichere Methode für den kleinen Rahmen. Wir würden uns aber natürlich wünschen, dass das auch ein bisschen mehr an den Mann gebracht wird oder an die Frau. Und deswegen hätten wir auch großes Interesse, mit Hobbyisten, die da Spaß dran haben, zusammenzuarbeiten, wenn da interessante Projektideen da sind, dass wir dann im Prinzip einfach nur zum Produktionspreis solche Teile abtreten können. Wir sind im Moment noch nicht ganz so weit, dass das Sinn macht, weil sich unser Design noch permanent ändert, aber langfristig würden wir uns das sehr wünschen. Vor allen Dingen, weil wir hoffen, dass da auch ein bisschen andere Ideen noch reinkommen, wie man das vielleicht auch das ein oder andere technische Feature noch anpassen könnte, vielleicht noch cooler machen kann. Wie es dann
wie es dann mittelfristig weitergeht, sind wir uns noch nicht ganz so sicher. Ob dann was Spannendes rauskommt oder nicht, werden wir natürlich dann erst sehen. Es kann sein, dass die Forschungsergebnisse, die dabei rauskommen, total faszinierend sind und dass es dann vielleicht sogar, ja, irgendwie, ich habe das hier mal, Profit, nee, also es geht darum, vielleicht gibt es irgendwann klinische Anwendungen, die interessant sein könnten oder Anwendungen, die für die Forschung vielleicht nicht so wichtig, aber für Privatnutzer interessant wären, zum Beispiel, wenn es um sowas geht, wie einen bequemen Wecker zu machen oder ein Gerät, was einfach Jetlag ein bisschen abschwächen oder verhindern kann. Und da hätten wir natürlich auch Interesse daran, wenn es eine tolle Anwendung gibt, das für so Anwendungsfälle vielleicht mit einem gewissen Gewinn zu verkaufen und den Gewinn dann in die Weiterentwicklung zu stecken. Aber das ist alles nicht so easy und es hängt davon ab, wie so ein Ding, wie das lizenziert ist und wie das zur Verfügung gestellt wird. Und das ist für uns alles ein bisschen, ja, das ist für uns Neuland. Und wenn da Leute gute Ideen dazu haben, gerade aus der Open-Hardware-Szene, die vielleicht mehr Erfahrung damit haben, wie sowas läuft, würden wir uns über Inputs auch sehr freuen. Und vielleicht noch einmal, noch um das klarzustellen, also wir planen eben nicht damit, irgendwie Gewinne zu machen oder so, sondern wollen das als Forscher eben nutzen, um möglichst viel neues Wissen zu generieren und deshalb auch, dass eben dann anderen Forschungseinrichtungen, aktuell kooperieren wir zum Beispiel mit dem Max-Planck-Institut in München für Psychiatrie, die das jetzt gerade austesten, das ist auch unser aktueller Prototyp, deshalb haben wir hier nur die vorletzte Version. Unser Ziel ist eben, das Wissen zu mehren und eben möglichst viel neues Wissen über Schlafforschung und möglichst coole Anwendungen damit zu erschaffen und eben nicht damit irgendwie Geld zu machen. Und wenn wir das dann, falls wir das irgendwann mal an Privatnutzer irgendwie weitergeben oder an Kliniken oder so, dann eben immer mit dem Hintergedanken, dass darüber vielleicht ein bisschen Geld für die Weiterforschung reinkommen kann. Das ist so der Grundgedanke. Okay, und dann die letzte Slide. Ich glaube, es ist schon die letzte Slide, oder? Ja. Genau, wie wir schon mehrfach darauf hingewiesen haben, wir hätten oder wir haben ein großes Interesse, da auch weitere Mitstreiter an Land zu ziehen, die da gerne mitmachen möchten. Also sei es an der technischen Entwicklung vom Traumschreiber, vielleicht auf der Hardware-Seite da weitere coole Features hinzuzufügen oder auch erstmal das Bestehende zu verbessern. Oder eben auf der Software-Seite. Und deshalb, sobald wir eben eine Version haben, die einigermaßen stabil funktioniert, suchen wir da ja weitere Interessenten, die da gern mitmachen möchten. Und falls euch das interessiert oder ihr da jetzt denkt, so, wow, klingt erstmal ganz cool, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ansprecht oder uns einfach eine E-Mail schreibt. Und genau, dann melden wir uns bei euch oder wir kommen jetzt ins Gespräch oder so. Und ich glaube, das war es dann auch schon von uns. Und wir sind jederzeit für Fragen zu haben, also entweder jetzt direkt oder sonst, wir sind auch noch bis morgen dann auch noch hier. Ja. Genau. Also wir haben hier auch ein bisschen was da dabei. Also Moment. Genau, ja. Also manche von diesen Sachen, die wir da gemacht haben, sind auch nur für einen Forschungsprototypen vertretbar. Also man kann wenn man sowas an einen Markt verkaufen würde, wo das nicht über spezielle Verträge mit Unterschrift, so ich bin mir sicher, dass das ein Prototyp ist, ich weiß das, dass es vielleicht riskant ist, wenn man das an Kunden verkaufen wollte, muss dann ein ganzer Haufen an weiteren klinischen Tests und allem Möglichen noch passieren und Lizenzierungen für Märkte und so, wo wir auch noch gucken müssen, was da eigentlich alles noch im Hintergrund ist, wo wir schon wissen, dass es irre teuer ist. Das ist was, wo man im Prinzip, wenn man in der Entwicklung in Unis ist, da gibt es gewisse Ausnahmeregelungen, aber das ist natürlich alles Sachen, die auf Kosten draufkommen, wenn man sowas für einen kommerziellen Markt machen will. Dafür gehen natürlich die Produktionskosten runter, je größer die Stückzahl ist. Und das ist natürlich unser Ding. Wir haben jetzt nie mehr, also von diesen Boards zum Beispiel, haben wir 20 Stück bestellt. Und wenn man statt 20 Stück wesentlich mehr bestellt, geht natürlich der Preis sehr, sehr schnell runter. Deshalb,
wir können uns ja noch nicht so hundertprozentig festlegen, wie viel sowas am Ende genau kostet, aber unsere Zielvorstellung war, es sollte am Ende möglich sein, dass es 100 Euro oder drunter ist, weil das ist für uns gerade so eine Schmerzgrenze, wo jemand, der das hobbymäßig macht, vielleicht ja, Lust dazu hat, damit mal zu spielen. Genau, und dann nochmal zur Frage zurück, wie man das dann misst. Also es gibt diese Einmal-Elektroden, die man sich quasi ins Gesicht oder an die Stirn bappt zum Beispiel. So irgendwie. Und dann eben ist der Traumschreiber mit solchen Kabeln hier verbunden, die dann eben halt, also kennt jeder vom EKG oder so, die man dann so also ranklippt und dann misst man da eben die Aktivität an dieser Stelle gemessen zur Referenz und so weiter. Eine Idee, die wir auch haben und wo wir auch schon dran forschen, ist statt solchen Klebeelektroden, Einmalelektroden, elektrisch leitfähigen Stoff zu verwenden. Das heißt, manche kennen vielleicht den SEO, das war so ein Gerät, was auch Hirnaktivität im Schlaf messen kann, gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Und da kam die Idee her, dass man elektrisch leitfähigen Stoff nimmt, den man in diese Maske quasi direkt einarbeitet. Und wenn man die Maske genau auf die Stirn raufnimmt, misst man das halt so, ohne dass man immer diese Klebeelektroden braucht. Hat ein bisschen schlechtere Signaleigenschaften, aber könnte sein, dass das ausreicht. Also da forschen wir gerade noch dran. Genau, ja, das dazu. Wo außer in der Schlafforschung wäre der Einsatz des Aufschreibers doch? Ja, also in vielen Gebieten tatsächlich. Also man kann mit diesem Traumschreiber eben Hirnaktivität messen, man kann auch Augenbewegung messen zum Beispiel, weil die Augen ein elektrischer Dipol sind. Wenn die sich bewegen, dann verändert sich das elektromagnetische Feld und damit sieht man dann direkt Augen, also Ausschläge im Signal, je nachdem, wie sich die Augen bewegen. Das heißt, prinzipiell wäre auch eine Art Eye-Tracker, also Augenbewegungs- oder Positionsbestimmer möglich. Da haben wir auch schon verschiedene Ideen, zum Beispiel vielleicht Richtung Virtual Reality Eye-Tracking wäre eine Idee oder noch andere Ideen generell für Forschung, die nicht unbedingt Schlafforschung ist, aber Hirnforschung allgemein als billiges, also ja, billig, günstig, wie auch immer, eben EEG, also Gerät, was Hirnströme messen kann, für Experimente wäre das denkbar. Es gibt sehr viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Standpunkt, dass wir es erstmal für eine, ja, für die Schlafforschung, also was mein Forschungsschwerpunkt auch ist, erstmal nutzen und dann andere Einsatzgebiete dann sicherlich noch hinzukommen können. Ich würde vielleicht noch dazu fügen, es gibt schon einige so hobbyorientierte Anwendungen für EEG-Systeme, die vielleicht nur eine Elektrode haben oder wenige Kanäle. Da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, NeuroSky, MindWave oder irgendwie so heißt das, die nicht unbedingt für wissenschaftliche Anwendungen geeignet sind oder die zumindest nicht die technischen Details so implementiert haben, dass Wissenschaftler die ruhigen Gewissens benutzen würden für ihre Experimente, aber es zeigt zumindest, dass dass noch andere Anwendungsmöglichkeiten da sind. Also Leute benutzen die zum Beispiel für Meditation, für Biofeedback, wo man irgendwie sehen kann, ob man gerade entspannt ist oder nicht und das vielleicht auch trainiert und so. Also es gibt auch noch nicht wissenschaftliche Anwendungen, die man benutzen könnte, aber wir wollen vermeiden, also für uns ist es so, wir müssen uns auf eine Sache erstmal orientieren, die wir dann richtig machen, weil wenn wir zu viele Sachen probieren, gleichzeitig zu implementieren, gehen wir das Risiko ein, dass wir am Ende das, was wir eigentlich machen wollten, nämlich die Schlafforschung, gar nicht mehr so richtig sauber machen können. Also es ist richtig, dass die Qualität von einem, ich sag mal, Profigerät, was dann irgendwie 50.000 Euro kostet, höher ist als das, was wir mit unserem 100-Euro-Gerät messen. Andererseits muss man auch sagen, dass das, was wir messen für viele oder für sehr viele oder den Großteil der Anwendungsbereiche oder bestimmte Einsatzgebiete schon mehr als locker ausreicht. Also wenn ich da nochmal auf die Slide zurückgehe mit den Daten, die wir da testweise schon mal gemessen haben. Wo ist das? Nee, das war dahinter noch.
da. Also wenn man im EEG, also in den Hirnströmen, sowas wie Schlafspinnen erkennt, dann ist das ein klassisches Hirnstrommuster, was eben eine der zentralen Features in der Schlafforschung in den Grafo-Elementen ist. Und auch sowas wie das, was in die eine Studie genutzt hat, um im Tiefschlaf bestimmte Knacklaute zu spielen, um damit 70% mehr Vokabeln am nächsten Morgen noch erinnern zu machen. Das ist halt genau das, dass man immer zu diesen Up-States Knacklaute spielt. Das lässt sich damit auch machen. Also hoffen wir. Wir haben es noch nicht gemacht, aber die Datenqualität an sich ist auf jeden Fall gut genug, um sehr viele neue Experimente zu ermöglichen. Und ja, inwieweit man da jetzt Lokalisierung mitmachen kann, in welchem Bereich des Gehirns jetzt exakt etwas Bestimmtes im Schlaf passiert, ist eingeschränkt, weil es eben nur 8 Kanäle sind. Aber prinzipiell sollte es ausreichend sein für das Allermeiste. Ja, genau. Und da würde ich ganz gerne dazu sagen, also die Anzahl der Kanäle, die Leute für diese Geräte benutzen, typischerweise irgendwie 128 Kanäle oder sowas, spielen häufig gar nicht so die große Rolle, wie man das vielleicht denkt, weil typischerweise einer der ersten Schritte, die man mit den Daten macht zur Aufbereitung, ist sowas wie Principal Component Analysis, wo man das Signal auf wenige prinzipielle Komponenten reduziert, die in den Daten drin sind. Das heißt, dafür ist die, und das sind typischerweise, ich weiß nicht, wie viele Leute da nehmen, aber es sind typischerweise nicht viele, es sind so wenige, dass ein Wissenschaftler sich die angucken kann, typischerweise. Und von daher, für so Signale, die das gesamte Gehirn betreffen, ist es aus unserer Sicht ausreichend mit der Anzahl von Kanälen. Es gibt so eine gewisse Mindestgröße. Ein Kanal zum Beispiel macht aus meiner Sicht persönlich nicht sonderlich viel Sinn, weil man die Schwierigkeit kriegt, wenn man fundamental verschiedene Quellen von Signalen hat und die isolieren möchte. Zum Beispiel wollen wir gerne EEG-Signal von anderen Signalen isolieren können. Dann ist es dafür theoretisch, also gut, kann man darüber streiten, aber es gibt eine Ansicht, wo man sagen würde, man braucht wenigstens so viele verschiedene Messkanäle, wie man Signalquellen hat, und dann ist es möglich, mit Algorithmen, die nicht überkompliziert sind, die Signalquellen zu trennen. Und das ist für uns eigentlich das Wichtigere, als jetzt die Signalquellen im Hirn zu lokalisieren. Und was Leute mit Lokalisierung von EEG-Signalen im Schlaf gemacht haben, weiß ich auch gar nicht so, aber es ist für diese Fragestellung erst einmal noch, also man ist noch nicht so weit, dass das eine Rolle spielt. Oder? Also, genau, also einfach weniger örtliche Auflösung. Also ich meine, man kann sich die 8 Elektronen auch alle exakt an diese Hirnstelle hinkleben, alle direkt nebeneinander, hat man an diesem Fleck des Gehirns halt die gleiche Auflösung wie vielleicht ein 128-Kanal-EEG. Aber ja, kommt dann auf die Forschungsfrage drauf an. Also es hat sicherlich Einschränkungen im Vergleich zu Profisystem. Ich meine, sonst wäre es auch nicht so günstig. Aber sollte aus unserer Sicht zumindest sehr viele neuartige Experimente ermöglichen. Und das war unser Ziel. Oder ist unser Ziel. Mal gucken, ob wir es erreichen, ja. Ja, also Jan, also nicht geeignet ist vielleicht ein bisschen scharf formuliert, also da würde ich vielleicht auch gar nicht ganz zustimmen. Also es gibt verschiedene Produkte, auch Consumer Products, also es gibt so ein Aurora Headband, ich weiß nicht, ob da jemand von gehört hat, war so eine große Kickstarter-Kampagne, oder noch andere ähnliche Dinge, die eben kommerziell ausgelegt sind für den Privatanwender, dass er damit Klarträumen lernt oder dass man damit sein Tiefschlaf noch verbessert oder eben so als Meditationshilfe oder sowas. Die sind eben teurer, als wenn man es halt selbst macht, und sind eben auch nicht so flexibel. Also für uns ist es halt auch wichtig, dass wir sagen können, ja, wir möchten jetzt nicht nur visuelle Stimulation, sondern wir möchten auch was Akustisches haben zum Beispiel. Oder wir möchten, wenn wir irgendwie Bock drauf haben, taktile Stimulation einfügen, und dann geht das halt nicht, wenn man irgendwas Vorgefertigtes nimmt, was eben dann bestimmte Einschränkungen hat und wo man vielleicht nicht an alle Daten rankommt oder nicht in Echtzeit, wo man dann immer darauf angewiesen ist, dass irgendein fremder Hersteller, der profitorientiert arbeitet, eben das umsetzt, was man für seine Forschung braucht. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt hier ein Forschungsprodukt, ein eigenes Gerät, wo wir dann eben als Forscher sagen können, ja, das und das hätten wir gerne, wir möchten jetzt gerne die und die Datenauflösung haben oder nochmal 2 Kanäle mehr haben. Das war dann unsere Idee, dass wir da eben auch flexibel sind. Und ich würde vielleicht auch gerne, muss ich vielleicht richtig stellen, also ich möchte ihn auch gar nicht da ans Bein pinkeln, ich habe so ein Teil auch zu Hause und finde das sehr, sehr cool,
Es hat auch viel damit zu tun, wie Sachen dokumentiert sind und was der Entwicklungsfokus ist. Und zum Beispiel, wenn wir mit Leuten an unserer Uni geredet haben, die EEG-Geräte benutzen, war für die ganz klar so, ja, aber unter 8 Kanälen interessiert mich nicht, gucke ich mir nicht an. 8 Kanäle vielleicht, dann kann ich Augenbewegungen, kann ich Hirnsignale voneinander trennen, kann vielleicht Muskelartefakte noch rausfiltern, habe noch ein paar Kanäle zur Verfügung. Das ist okay, aber es gibt so eine gewisse Schwelle für die, die ein bisschen schwer zu definieren ist. Was für Elektroden verwendet werden, das ist zum Beispiel einfach ein Metallding ist, was durch dieses Plastikgehäuse da drauf gedrückt wird, ist zum Beispiel was sehr schwer zu kontrollieren ist, dass verschiedene Versuchspersonen das Ding an derselben Stelle mit demselben Druck, mit derselben Elektroden, mit demselben Kontakt hatten und so. Und auch alleine, ja, auch alleine die Frage, kann man damit überhaupt schlafen? Und kann ein Wissenschaftler in seinem Paper dokumentieren, was da wirklich drin ist? Kann er schreiben, das hier hat die und die Filter drauf, die Elektroden sind so und so, die haben die und die Charakteristika und das, was rauskommt, Daten sind genau auf die Art und Weise entstanden. Und da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das alles offen ist bei denen. Kann sein, habe ich auch nicht geguckt. Aber ja. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, wir sind immer hier bis morgen Abend noch und ja, fragt einfach dann. Okay.